Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der PlayNation Entertainment News. Immer freitags, nicht mehr mittwochs, sondern freitags um 17 Uhr. Denn mittwochs kommen ja die Gaming News mit Patrick. Genau. Und diesmal haben wir uns richtig was Tolles überlegt. Hammer. Und zwar, wir reden über Laserschwerter, Todessterne und so weiter und so fort. Und einen Bekloppten. Dann haben wir noch einen Bekloppten und Zombies. Und das alles jetzt hier. Viel Spaß damit. So, da kommen wir schon zu unserer allerersten News. Wir reden natürlich über Zombies, auch Ben genannt. Ja. So, und es ist so, Walking Dead ist ja immer noch in aller Munde. Eine Serie, die unfassbar beliebt ist. Jedes Mal, wenn eine Staffel läuft, eine Folge kommt, rasten die Leute aus, Twitter, alles explodiert. Und 25 Millionen Menschen gucken das pro Folge. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Deswegen gibt es jetzt erfreuliche Nachrichten für die Fans. Ja, das ist natürlich nicht wenig. Und der CEO des amerikanischen Senders HBO bzw. AMC hat jetzt ein Zitat rausgehauen. Und zwar hat er das Franchise mit Star Trek verglichen. Star Trek ist ein Franchise, was viele, viele Jahrzehnte bereits existiert. Und er meinte, dass Star Trek kam und ging dreimal. Wir glauben, dass wir mit The Walking Dead und Fear the Walking Dead ein Franchise haben, das eines der seltensten ist, das dir in unserer Branche über den Weg läuft. Was wiederum bedeutet, dass er davon ausgeht, dass Walking Dead noch Jahrzehnte laufen könnte, wenn es sich die Fans denn wünschen würden. Ja, deswegen bin ich mal ziemlich gespannt. Die Serie gibt es seit 2010. Ja? Und wie viele Staffeln gibt es jetzt? Boah, sechste, siebte wird gerade gedreht. Ja. Und vier, The Walking Dead gibt es ja auch noch. Das ist genau, ein Spin-off-Ding. Genau. Und natürlich müsste man jetzt aufpassen, dass das Ding nicht ausgeschlachtet wird, wie jedes große Franchise. Ne? Weil irgendwann ist auch die Zombie-Plage erledigt. Kommen wir zum Todesstern. Oder auch das Playmassive Büro. Denn wir haben uns gedacht, wir können ja auch ein bisschen übertreiben, ein bisschen viel auftragen und erschaffen einfach auch einen künstlichen Planeten, mit dem wir alles zerstören können. So, und der Todesstern, den kennen wir ja alle aus Star Wars Episode 4, Episode 5 und Episode 6. Aber in Episode 4 gibt es die legendäre Szene, wo Luke durch diesen Graben fliegt und hinter ihm Darth Vader. Und dann kommt es ja zu einem Schuss, der Todesstern, bam, explodiert. Aber das sollte eigentlich alles gar nicht so aussehen, wie es aussieht. Der Graben sollte eigentlich gar nicht existieren. Genau, nämlich das Genie hinter den Konzepten ist kein geringerer als Colin Cantwell. Und dieser sollte eigentlich den Todesstern ganz anders konzipieren. Und am Ende des Gusses kam der Todesstern mit diesem besagten Graben dabei heraus. Das war ursprünglich so nie geplant, aber wiederum ja auch gut, denn sonst hätten wir diese fulminante Szene vielleicht nie bekommen. Genau, und es ist ziemlich interessant, denn ein Fan hat den Mr. Cantwell gefragt, wie Darth Vader es wohl finden würde, dass dieser Graben überhaupt existiert. Ja, denn dieser Graben ist natürlich eben die Schwachstelle auch unter anderem gewesen, weil am Schluss des Grabens war eben dieser legendäre, diese Möglichkeit. Ja, Pnöpel, dass er halt Photonenrakete dort reinfliegen konnte und genau. Den ganzen Todesstern explodiert. Und der Fan hat ihn dann gefragt, scherzeshalber, wie Darth Vader das finden würde. Und er hat gesagt, ich habe Waffen an beide Seiten verkauft. Also ist mir nichts peinlich. Das heißt, er hat einmal die Rebellion unterstützt und das Imperium. Ich finde es cool, denn der Todesstern ist auch ein ziemlich spannendes Thema. Und ich sag mal, möge die Macht mit euch sein, liebe Freunde. Ja, Freunde, Smartphones gibt es ja inzwischen super viele. Ja? Manche explodieren, manche nicht. Und es ist so, jedes Jahr kommt ja auch ein neues Smartphone einer Serie raus, wie zum Beispiel das iPhone 7. Ist ja jetzt im Handel erhältlich und es gab einen Menschen, der war nicht so zufrieden mit dem iPhone 7 und vor allem mit den Garantieansprüchen an der ganzen Geschichte, welcher kurzerhand ja, in, ich hoffe, man spricht es richtig aus, im französischen Dijon in einen Apple Store reingegangen ist und mit einer Bullkugel einfach iPhones kaputt gemacht hat. Er hat sie draufgeschmettert und das ist so verrückt. Also da gibt es auch ein Video und mir stellt sich die Frage, wer hat das so lange gefilmt? Ja, das weiß ich auch nicht. Die Mitarbeiter haben auf jeden Fall erstmal die ganzen Kunden zur Seite geräumt, haben den guten Kollegen erstmal noch machen lassen, ein bisschen, hat einiges zerstört. Schlag mal die iPhones kaputt! Und ja, warum hat er das gemacht, die Motivation dahinter? Man munkelt, dass es halt ein Protest gegen den Gesetzesbruch seitens Apple sein soll. Normalerweise ist es immer so, dass die meisten Hersteller 2 Jahre Gewährleistung geben und dann gibt es ja noch diese Einjahresgarantieklausel und bei Apple ist es halt so, dass sie wirklich nur ein Jahr Garantie geben und wenn man das verlängern möchte, dann muss man das kaufen. Mit AppleCare, genau. Mit AppleCare, genau. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, stellt euch mal vor, das ist sehr lustig eigentlich der Gedanke, du stehst morgens auf, denkst, heute fahre ich mal in den Apple Store, ich nehme eine Kugel und schmeiß einfach alles auf iPhones, auf MacBooks, auf iPads und so weiter. Mach einfach alles kaputt, um meinen Standpunkt zu verdeutlichen. Dann kam natürlich immer eine Security, die dann rausmanövriert hat. Aber es ist natürlich auch die Frage, ist das Ganze auch wirklich so passiert oder ist das, wie auch immer bei Videogames, ja, dass dann immer ein LKW mit den ganzen Mustern verschwindet,
eine PR-Aktion? Man weiß es nicht so genau. Ist auf jeden Fall eine sehr kuriose Geschichte. Ihr könnt uns ja mitteilen, was ihr von der Aktion haltet. Dann kommen wir zur Abmod. So, Freunde, das war's auch für diese Woche. Ihr wisst ja, freitags verabschieden wir uns immer, denn morgen kommentieren wir wieder Kommentare. Und Sonntag gibt's eine neue Ausgabe Talking Games. Da haben wir ein richtig spannendes Thema. YouTuber, Let's Player und so weiter und so fort. Ja, wie sich das Ganze noch trägt und was die Zukunft sagt und so weiter und so fort. Also das wird ziemlich spannend. Ich sag mal, Ben, danke, dass du da warst. Ja. Immer wieder gerne. Ich hoffe, du schaltest dann wieder ein. Ne? Machen wir. Und wir sagen jetzt mal Tschüss. Wir gucken jetzt Star Wars Rogue One. Ja, machen wir das? Ja. Tschüss.